Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Videorezension, dieses Mal zu Glück ist, was wir draus machen von Lorenzo Marone. Worum geht's in dem Buch? Lucia Di Notte, ich garantiere nicht für diese Aussprache, ist eine junge Anwältin und soll für ihre nicht ganz unzweifelhafte Kanzlei eine Mutter mit ihrem 7-jährigen Sohn beschatten, weil der Verdacht im Raum steht, dass diese mit ihrer Mutterrolle überfordert ist. Kurzerhand schleust sie sich als Babysitter in diese Familie ein und lernt diese kennen und lieben. Meine Meinung und Leseeindrücke zu diesem Buch. Ich hatte zu Beginn wirklich erhebliche Probleme, mich an diesen Schreibstil zu gewöhnen, weil es so geschrieben ist, als würde jemand ohne Punkt und Komma vor sich hin quasseln. Ich fand es wirklich sehr anstrengend und auch überladen, wenn mal wieder abgeschwiffen wurde und man als Leser unter sinnlosen Details und Informationen begraben wurde. In Kombination mit den Charakteren könnte man das vielleicht als typisch italienisch temperamentvoll bezeichnen, aber ich musste feststellen, dass ich das nicht so sonderlich mag. Aber irgendwas ist da, dass man dann eben doch dran bleibt und man gewöhnt sich schlicht und ergreifend auch irgendwann dran. Außerdem kam dann auch immer mal wieder eine wirklich schöne Formulierung oder eine besondere Erkenntnis um die Ecke. Manchmal war es aber tatsächlich so komisch und sprunghaft beschrieben, dass ich mir da nicht so sicher war, was mir das Buch jetzt eigentlich sagen wollte. Ich dann sogar nochmal zurückgesprungen bin, um diese Passage nochmal zu lesen und es dann trotzdem nicht klarer wurde. Das ist störend. Manchmal hatte ich tatsächlich auch schlicht und ergreifend Sprachprobleme, wenn mal wieder ein Wort nicht übersetzt wurde, was im Italienischen vermutlich total typisch ist, ich jetzt aber nicht unmittelbar etwas mit anfangen konnte. Wie zum Beispiel Camarista, ich weiß nicht mal genau, wie es ausgesprochen wird, und ich das dann erstmal nachschlagen muss, bevor ich dann den Text weiterverfolgen kann, das reißt einen dann einfach raus. Die Protagonistin ist eigenwillig, auch sehr temperamentvoll, bis wirklich hin zu einem kleinen Gewaltproblem. Sie hat ihre Werte und Ansichten und vertritt diese auch lautstark. Sie hat Herz, aber auch viel Wut in sich und einen harten Panzer. Also kurz gesagt, sie war nicht immer unbedingt einfach. Ich hatte tatsächlich immer mal wieder meine Probleme mit ihr. Ich finde aber auch, dass eigentlich alle Charaktere im Prinzip sehr herzlich sind und in sich gut schlüssig und aufgebaut sind. Jeder hat seine eigene Lebensgeschichte. Das Buch ist im Prinzip ein Mischmasch von ganz vielen Themen, auch gerne mal so Randproblemen, aber auch Belanglosigkeiten und Geschichten, so Episoden. Randthemen sind zum Beispiel Religionskritik. Was wird den Menschen eingetrichtert? Von Nächstenliebe wird gepredigt, aber letztlich wird auch gezeigt, wie intolerant und zukunftsfeindlich sie sein können. Und auch ein weiteres Randthema wäre zum Beispiel Geschlechterrollen. Hauptsächlich geht es aber um das Leben und um die Familie der Protagonisten, sowohl die aktuelle Situation als auch immer wieder durch Rückblicke erzählt. Wie diese Familie und Freunde dargestellt wurden, fand ich wirklich toll. Es war auch eine wirklich interessante Familie. Sie war bei weitem nicht perfekt, aber dafür sehr lebendig. Sie war gleichermaßen liebevoll wie anstrengend, wie das eben so ist. Also ich fand, es war sehr lebensnah. Ich konnte mir diese Familie wirklich sehr gut vorstellen. Die Handlung selbst war aber nicht so, wie ich es mir aufgrund der Klappentexte vorgestellt hatte. Also der vermeintlich große Leitfaden ist ja dieses Einschleusen in diese fremde Familie. Und im Prinzip ist das irgendwo auch so, aber irgendwie auch nicht. Was zum Teil auch an diesen abschweifenden Schreibstil liegt. So ist es zum Beispiel so, dass bei der Hälfte des Buches die Protagonistin diese Mutter mit dem Kind gerade mal zweimal wirklich getroffen hat. Der Junge ist übrigens 7, wirkt aber in vielen Szenen so, beziehungsweise er wird so dargestellt, mit ihm wird so umgegangen, als wäre er 3. Das fand ich irgendwie sonderbar. Vieles war für mich auch zu einfach, über klischeehaft bis hin zu fragwürdig. So ist die Protagonistin zum Beispiel zynisch und hat einen harten Panzer. Nur um dann auf dem ersten Blick sich in einen wildfremden Typen zu verlieben, dass ihr die Knie weich werden und sie buchstäblich in seinen Armen landet. Natürlich ist er dann auch noch Franzose, um den ganzen ein Krönchen aufzusetzen. Die vom Leben gezeichnete harte Frau, die ja nur den richtigen Mann treffen musste. Und dann kam natürlich auch prompt der Kinderwunsch. Ach nee, also das ist mir zu billig. Ich meine, was soll damit für eine Aussage getroffen werden? Dass jede Frau, die behauptet, dass sie eigentlich keine Familie haben möchte und lieber Karriere machen möchte, in Wahrheit ja nur noch nicht den richtigen Mann getroffen hat? Denn in Wahrheit kann eine Frau sich nur selbst verwirklichen mittels Mann und Kind. Oh, ich möchte brechen. Die Aussage hingegen zu dem Thema, sein Glück zu finden, was in diesem Buch letztlich auch sehr präsent ist. Und auch so generell, was Glück eigentlich bedeutet, worin es sich ausdrückt, was es ausmacht, das fand ich wirklich sehr schön. Die Geschichten, die dieses Buch erzählt, die sind nicht perfekt, aber sie sind schön und sie sind auch nicht zu verkitscht. Mein Fazit also zu diesem Buch. Das Buch hat durchaus ein paar schöne Aussagen und auch so, wie es Lebensgeschichten erzählt und wie es die in den Fokus rückt, das fand ich wirklich meistens sehr gut. Aber ich hatte wirklich so meine Schwierigkeiten mit diesem Buch. Manchmal mit dem Stil, manchmal mit der Protagonistin, aber auch so mit dieser plötzlich aufkommenden Kinderwunsch-Sache beziehungsweise welche Aussage dadurch getroffen wurde, fand ich wirklich extrem schlimm. Okay, das war's dann auch von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!